Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Fox Farm. Und wir schauen nach. Bei den Bienen ist ja nicht los. Ah, die sind alle im Winterschlaf, wa? Naja, kann ich ja verstehen. So, bei den Hühnern müssen wir vielleicht nochmal Futter nachwerfen. So, na Erwin, alles klar hier? Du passt auf, ne? Genau, braver Hund. Im Gewächshaus fehlt eventuell auch ein bisschen Wasser. Da können wir mit dem Pickup nochmal nachhelfen. So, komm mal her. So, Obacht. Herrlich. Okay. Wir werden heute Silage bald verkaufen, auf jeden Fall. So, wir nehmen unseren Case, weil der ist ja dafür perfekt gemacht. Wir brauchen auch nur... Ehrlich, Leute, ich bin wirklich am Überlegen, ob das Sinn macht. Vielleicht doch so einen Tandem-Anhänger zu holen. Müssen wir mal gucken, weil das, dann müssten wir die hier wieder zusammenhakeln irgendwie, bis das dann nicht klappt hat. Dann bin ich wieder unglücklich und... Die gibt bestimmt auch schon so einen richtig großen Tandem-Ballenanhänger mit Autoload, wo du auch ordentlich was drauf bekommst. Den habe ich aber nicht. Also fahren wir erstmal so. Na? Das Schöne ist, wir haben dann Geld ohne Ende, theoretisch. Ich muss mal... Ah nee, will mir lieber jetzt noch keine Pläne machen. Wir werden erstmal verkaufen. Das ist erstmal das A und O, das Wichtigste von der ganzen Welt und das machen wir heute. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt hier vorne an, oder? Dann schalten wir das Gerät mal an. Und wir checken vorher noch mal einmal den Verkaufspreis. Aber ich denke, das sollte alles glatt gehen. Ja, 474 beim Viehhandel. Na, 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 na. Nimm mal alle mit, bitte, ja? Die hier auch, die beiden Kollegen, die wollen mitkommen. So. Mal ein bisschen dichter ran. Ah. Ja, dann nimm doch einfach nur die quadratischen mit. Du sollst ja die Runden ja nicht aufladen. Jetzt hör auf zu heulen und mach, was du sollst und nicht, was du willst. Na, siehst du. Beim ersten Mal. Geht doch. So, der eine hat hier noch. Oh, der hat Höhenflügel. Guck mal hier. Sehr schön. Oh, das wird so toll, weil das wird übelst klingeln in der Kasse. Wenn wir das erledigt haben, das Thema, dann ist quasi Winterschlaf angesagt. Bis wir mit der Sojabohnenschichte in die Aussaat gehen. Wollen wir hier lang fahren? Diesmal aber nicht gegen den Hydranten, bitte. Danke. Ja, hat gepasst. Okay. Oh, wenn der Trigger nur ein bisschen größer wäre, dann könnte man das schön drinnen abladen. Aber du musst halt hier immer ranfahren. Das ist ein bisschen nervig. Deswegen sage ich ja, ein großer Tandem wäre schon echt cool. So. Zack. 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 Und weg. 132.000. Eieiei. Leute, das wird der Hammer. Komm, den nächsten holen wir gleich. So, resetten und aktivieren. Nein, jetzt hat er die Runden gefummelt. Na, ist egal, komm. Dann probieren wir mal die Rundballen. Da ladet er ja auch 42 Stück auf. Da müssten wir dann aber eigentlich weniger Geld für kriegen. Theoretisch, oder? So, dann fahren wir hier lang. Dann machen wir den hier halt voll. Ist ja egal. Das ist aber ein schönes Bild. Schau mal. Oh ja. Haha. Silageball ohne Ende. So, dann gucken wir mal, was der Anhänger vollbringt. Und wieder mal gespannt. So, dann eiern wir damit mal rückwärts ran.
Bitte keine falsche Lenkbewegung. Ja, so ein bisschen den Hintern rum. Jawohl, das sieht gut aus. Und raus. Oder 12. Ja, ein bisschen weniger, weil die Ballenanzahl ist ja die gleiche, aber da ist weniger drin. Ist egal. Und den nächsten Schwung. So, Resetten aktivieren. Vielleicht müssten wir das jetzt ein bisschen schlauer angehen, eventuell. Was ist denn, wenn wir hier drüben langfahren? Nimmt er denn die viereckigen oder die runden wieder? Die viereckigen. Perfekt. Na komm, wir fahren einfach lang. Wir machen voll, ist ja wurscht. So, und los. Ha. Oh, Junge. Ach, das lohnt sich so. Wir haben noch 1,5 Kredit. Den könnten wir theoretisch abdrücken. Also 1,5 Millionen. Aber ich bin eigentlich gewillt, dass wir von dem Geld entweder den Kuhstall kaufen oder Seetechnik, neues Land oder Traktoren. Also Traktoren auf jeden Fall. Irgendwann. Das steht ja fest. Seetechnik, da wäre ich eigentlich noch ganz scharf drauf. So. Und raus. Zack. Zack. Na, nicht runterfallen. Ach, verdammt. So, wir sind bei 1,5 Millionen. Das ist ja schon mal krass. Nimm das doch. Was ist denn mit dir? So. Na siehst du. 3000 und ein bisschen für Eins. So ein großes Quaderballen. Ist ja okay. So, dann holen wir mal die nächste Rutsche. Das könnten dann aber wahrscheinlich Rundballen werden, oder? Wenn wir immer von hinten ranfahren, Ludwig, wegen Beladen. Ich finde es eigentlich ja nicht schlecht, dass wir das hier vorne an der Straße hinpacken. Schlauer wird bald, wenn wir beim Nachbarfeld auf dem Weg hier hinlegen, oder? Weil dann hätten wir hier wieder Platz zum noch mehr Mähen, theoretisch. Weil wo wir das nun lagern, ist ja eigentlich vollkommen Ritze. So, jetzt müsst ihr die Runden wieder haschen, genau. Na denn, pack mal voll. Ach, das geht so schnell. Schnelles Geld, Leute, schnelles Geld. So. Na, ah, neuen Drescher hätte ich auch gerne. Ach, verdammt. Ich glaube, das Geld reicht vorne und hinten nicht. Wir müssen wahrscheinlich noch 3 Jahre lang nur Silageballen machen. Dass wir da mal auf den grünen Zweig kommen, dass ich zufrieden bin. Aber du brauchst halt auch Ziele. Ohne Ziele brauchst du hier bald gar nicht anfangen, ne? Also du kannst ja nicht gleich von Anfang an mit dicke, fette Geräte spielen. Ich meine, kannst du schon, aber ich finde halt immer schön, wenn man sich das nach und nach erarbeitet und den Hof weiter ausbaut und wieder neue Sachen zu tun hat und da wieder was dazukommt und so. Siehst du wohl. Sinkt der Preis gerade? Nee. Manchmal verstehe ich das nicht. Das war noch davor 112. Oder war da noch ein Grasballen bei? Glaube ich eigentlich nicht, oder? Hoffe ich jedenfalls nicht. Ach, wer weiß. Wollen wir uns mal jetzt nicht drüber aufregen, weil wir haben halt trotzdem pro Anhänger voll über 100.000. Ist schon ein bisschen geil. So, dann fahren wir mal von hier ran. Dann holen wir doch mal eine Schippe Rundballen weg. Leute. Also okay, diesen Tandem-Ballenwagen, den brauchen wir ja nicht. Das geht ja so, ja nicht mal so schlecht. Also, was ist denn hier? Na, ich wollte schon sagen, ja. Schön die Physik einhalten. Das gilt für alle.
Das wäre, glaube ich, überflüssig gewesen, wenn wir jetzt einen Tandem-Ballenwagen geholt hätten. Das geht ja. Bin zwar immer noch nicht zufrieden damit, aber... Naja. Wenn du 3-4 Mal gemacht hast, dann funktioniert das schon. So. Ah, noch ein bisschen rum, ja, so, ja. Ja, das sieht gut aus. Und ab. Wer weiß, warum das eine mal 112 waren? Keine Ahnung. So, ist auch wurscht. Auf jeden Fall liegt hier noch mehr als genug. Also wir wir machen sehr, sehr viel Geld. Warte mal, wir kriegen 100.000 pro Anhänger. Wir haben 4 Ballenwagen. Ihr habt mit Rundballen, sind schon mal über 400.000. Wir hatten 3 mit Quaderballen, sind schon mal 300, sind über 700.000. Dann noch einen fast vollen, sind wir bei 800. Das wird fast 1 Million, Leute. Geil. So, siehst du wohl, wieder voll. Und dann kneten wir mal los. Ah, oh, wie toll. Endlich Kohle. Und das ist ja das, was ich beim letzten Mal schon meinte. Wir werden richtigen Geldsegen erwarten. Also die Arbeit, die zahlt sich hier halt doch irgendwann aus. Immer, Gott sei Dank. Ne? Du hast halt manchmal richtig lange, wo du drauf warten musst, bis du mal was von hast. Aber siehst ja, wir haben fast 2 Millionen auf Konto. Und da liegt noch genug Geld rum. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde das bald Sinn machen, einen großen Frontschwader zu kaufen und diese Rundballen-Wickelpresse. Dann kann der Helfer nämlich immer schön Rundballen alleine machen. Silageballen wickeln. Oder waren hier die 112? Nee. 132. Leute. Mega. Ja, den Hydranten wieder fast weggekloppt, aber hat gepasst. Oh ja. Also ganz ehrlich, das schreit nach großer Mähtechnik. Dann fahren wir jetzt nochmal Rundballen weg. Hallo? Ja. Also wir kommen, oh Gott, ist schon voll, locker über die Million. Fantastisch. 2 Mal Gras geschnitten, Silage verkauft, hast du 1 Million. Und das schaffst du ja in einem Jahr. Also du hast ja die Möglichkeit, wenn du gut bist, glaube ich, 3 Mal im Spieljahr Gras zu mähen. Also maxi, also 2 Mal auf jeden Fall, denke ich mir. Und wenn du da jedes Mal schaffst, Silageballen von zu wickeln, im richtigen Zeitpunkt, bis der Verkaufspreis dementsprechend hoch ist, dann kannst du im Jahr nur mit Silage ganz dicke 1 Million verdienen. Wie mir gerade der Anschein danach ist hier, weil haben wir ja auch gemacht. Ne? Der 2. Grasschnitt mal schnell in Silageballen gewickelt und siehe da, wir haben Dezember und wir machen uns gerade eine goldene Nase. So. Das freut mich. So, wenn wir jetzt den nächsten Anhänger holen, dann haben wir die Million geknackt, glaube ich. Schon nicht schlecht. Dann müssen wir mal schauen, wie viel wir denn jetzt mit Silageballen am Ende verkauft haben. Weil in der Finanzübersicht kann man ja schauen, verkaufte Ballen. Das tauchtet ja auf, Gott sei Dank.
Aber ich glaube, jetzt müssen wir noch zweimal fahren, bis wir alle weg haben. Ich versuche mal hier die Rundballen nochmal zu haschen. Ja, die anderen passen da leider nicht ruf, aber ist nicht schlimm. Dann kommen wir einfach nochmal wieder. Ah, wie schön. Müssen wir mit dem Geld nur schlau haushalten, theoretisch. Ist nämlich gerade noch nicht, was wir jetzt priorisieren am Kauf. Wir könnten ja mit den Kühen auch ganz langsam anfangen. Wenn wir die erstmal nur mit Gras füttern, das ist mir auch egal. So, die 2 Millionen haben wir schon mal geknackt. Ehre. Den letzten Hänger holen wir noch und dann schauen wir mal. Die Kohle kriegen wir doch auf jeden Fall auf den Kopf gekloppt. Wenn wir da 2, 3 Traktoren holen und einen Dröscher und Mähtechnik, dann sind wir schon locker überm Budget. Also von daher... denke mal, den Kredit, den werden wir ja nicht erstmal anfassen. Der wird erstmal da bleiben, wo er ist. Ja. Schön alle mitnehmen. So, oh, der ist ja nochmal fast voll. Haha! Na, schauen wir mal. Der dürfte eigentlich auch eine schwerere Fracht sein, weil die Anzahl der Ballen ist die gleiche, aber die Ballen sind schwerer, weil da ist mehr drin. Nur ist das Ding, das gibt leider keine Quaderballenpresse, die gleichzeitig wickelt. Das wäre doch mal eine geile Erfindung, wenn diese Quaderballen hinten aus der Rutsche kommt, dann gleich in so ein Silageschlauchwickler irgendwie und abgeworfen. Also wenn einer sowas modden kann, was geilet, kompaktet, was auch wirklich sehr, sehr gut funktioniert, ich wäre vielleicht sehr bereit, dafür Geld auszugeben. So blöd klingt, aber das wäre doch mal was. So. Die letzten Ballen werden verkauft. Und ab dafür. Tada, nochmal 100.000 oben drauf. Na, das ist ja der absolute Oberknaller. Komm, wir gucken mal sofort nach, was wir denn jetzt mit verkauften Ballen verdient haben. Finanzen, da. Verkaufte Ballen. Guck mal, auch fast 1.994.000. Wenn wir da jetzt noch 2 Strohballen wegbringen, dann sind wir bei 1 Million. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, dann fahren wir mal erstmal nach Hause. Und bringen den Anhänger weg. Und dann müssen wir mal gucken, was wir mit der Kohle anstellen. Eventuell wäre ja der Kuhstall wirklich eine gute Alternative. Da habe ich aber ehrlich gesagt so ein bisschen Angst vor, weil soweit ich das irgendwie mitgekriegt habe. Warte mal, wir können ja den hier fahren lassen. Der Kuhstall. Guck mal, da sind nämlich eigentlich 3 Kuhställe. Hier, 1, 2, 3. Ja. Müssen wir mal sehen. Kriegen wir aber hin. Wir müssen ja nicht alle bewirtschaften, weil dann, glaube ich, kommst du ja nicht mehr hinterher mit Futter und... Na, mal sehen. Da kriegen wir auf jeden Fall noch was geregelt. Das wird schön. Jetzt müssen wir nur gucken, dass... Oh, guck mal, hier im Spiegel. Seht ihr den Spiegel da? Den Kleen hier an der A-Säule, rechte Seite. Da sieht man schön auch im Boden eigentlich. Funktioniert ja perfekt. So, einmal hier lang. Ich hätte, wenn ich ehrlich bin, richtig Bock auf große Seetechnik mit dem passenden Schlepper dazu. Ich glaube, der passende Schlepper, der wird rot. Und ihr könnt euch eventuell vorstellen, was das für einer sein soll, oder? So, wollen wir das mal hier
aus der Innenansicht rankumpeln, mal gucken, ob wir das hier hinkriegen. Wir können ja langsam fahren. Dann kriegen wir das ja hoffentlich nochmal irgendwie vernünftig gesteuert. Ah, die Richtung könnte bald passen. Nicht. Ach, verdammt. So. Komm weiter rum mit den Hintern, bitte. Komm, 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 komm. Schon wieder nicht, na, sag doch mal. Ach. Schlimm ist das. Komm. Ah, der Trecker will nicht mitkommen. Der steht auf seine Bandlaufwerke. Fest wie ein Stein. So. Wir probieren einfach nochmal. Guck, beim ersten Mal. So, wir drehen nochmal eine Runde und dann parken wir die Geschichte hier vernünftig ab. Das meine ich nämlich, du musst sie hier mega in anspielen. Es sei denn, wir kaufen uns doch mal irgendwann einen Ballenanhänger, den wir dann auch gleich beim Viehhändler stehen lassen. Dann haben wir nämlich diese Hin- und Her-Kuppelei nicht. So, guck mal. Zack. Kommen wir hier noch rum oder fahren wir in den LKW? Oh, das war knapp. Oh, da steht eine Palette mit Rapsöl. Cool. Einmal durch die Wäsche zum Feier des Tages. Zack, fertig. So. Okay. Haben wir das auf jeden Fall geschafft. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, wir gucken mal, was kostet denn die Seetechnik, die ich haben möchte. Kette Jans stark Lust auf diesen Multifrucht. Paralink von Burgold. Der kostet 313. Der große Erkart-Anhänger dazu 331. Sind wir bei 650. Schon mal über eine halbe Million weg. Der Kuhstall kostet 800. 650, 800. Sind wir bei 1,45 Millionen. Dann hätten wir noch eine halbe Million über. Wir hätten dann auf jeden Fall Seetechnik schon mal. Land wäre aber auch cool. Dieses Feld würde mich sehr reizen. Haben wir noch was im Hofsilo zum Verkaufen? Ja, den Mais. Leute, davon auch ja nicht mal so wenig. Das könnte man so machen. Der Preis ist ja voll geil. 1,3. Guck mal. Wir sind gerade im Dezember, ne? Das wird noch mehr, hoffentlich. Das wären auch nochmal fast eine Million. Okay. Ja. Nur das Ding. Kaufen wir uns die Seetechnik. Dann brauchen wir dafür noch einen Traktor. Ja. Weil wir hätten ja theoretisch. Warte mal, was ist denn hier los? Eine Schrott verbrauchen leider. Großtraktoren. Wie viel Bums hat denn der? 630. Wie viel brauchen dieser Paralink? Waren das 500? Ja. Würde theoretisch mit den Xerion funktionieren. Das wäre extrem teuer, aber da habe ich schon ganz lange mit geliebäugelt. Würde auch extrem schnell gehen, aber wir haben theoretisch ja keine großen, riesengroßen Felder dafür. Wir haben ja bloß die 2,5 Ackerflächen hier. Der wäre ja in 2 Minuten fertig damit. Weiß ich noch nicht, was wir mit der Kohle anstellen, aber wisst ihr was? So. Wir haben den Kuhstall gekauft. Wollen wir mal gucken fahren? Können wir eigentlich, oder? Dann schauen wir uns da mal um.
So, dann werden wir den alten Mann mal bewegen hier, dass er nicht komplett festrostet. Also die große Seetechnik wäre theoretisch finanziell immer noch möglich, weil wir haben ja den Xerion und der würde das theoretisch sogar schaffen. So. Was brauchen wir denn hier? Auf jeden Fall, was kommt hier hin? Misthaufen hätten wir hier einen großen, okay. Das hier ist Gülle. Okay, okay, okay. Wie sieht denn das hier aus mit Wasser eigentlich? Das ist ja Milch hier, oder? Tiere, Milch, Wasser null. Wo fahren wir an Wasser hin? Wo fahren wir an Futter hin? Interessant. Müssten wir rauskriegen. Also hier kommt wahrscheinlich Futter ran. Oder sind hier die Tränke? Wir bräuchten noch ein bisschen Spielzeug, ne? Ein Wasserfass. Da müssten wir Grasballen machen, bevor wir uns Tiere holen. Da müssten wir Grasballen schon mal einlagern irgendwo. Hier unterm Schleppdach theoretisch. Ne? Könnte man ja hier hinlegen. Wäre ja perfekt dafür. Kann man hier irgendwas? Ne, das ist bloß Deko. Ein Fermentiersilo wäre nicht schlecht. Und hier kannst du, glaube ich, auch einlagern, oder? Wartet hier ein Fahrsilo? Ich glaube schon. Hm. Wäre für Maishexen geil. So. Ich weiß aber trotzdem nicht genau. Wie gesagt, hier ist Mist. Wo kommt das Futter hin? Wieso kann ich denn hier nicht laufen? Hier war eine unsichtbare Collie. Ist immer noch. Hilfe. Na gut. Kriegen wir hin. Hoffentlich bleiben wir da mit dem Fahrzeug nicht hängen. Warte mal, wir können ja testen. Das ist so geil, die Karre, die fällt übelst auseinander hier. Der fahrende Rosthaufen. Warte mal, hier war eine Collie. Wenn wir jetzt nach links fahren. Nö, mit einem PKW fahren wir hier einfach durch. Gibt es hier irgendwo eine Wassertränke? War hier ein Tor? Ja, da ist ein Tor. Ein Tor. Interagiere, öffne. Hui. Die Wiese hört auch uns jetzt, ne? Ja. Müssen wir irgendwas machen? Flügen oder so? Nö. Perfekt. Dann könnten wir hier Gras mähen. Für Futter. Alles klar. Gedüngt werden dürfte das auch noch. Nach dem Schnitt wahrscheinlich. Okay. Freunde, wir haben den Kuhstall gekauft. Wann und wie wir damit loslegen, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. ...1,4 kostet der Acker. Teuer, das Land hier. Mando. 1,3 wäre auch interessant, aber dann wäre halt wieder alles vorbei, ne? Okay, wir haben ja, wie gesagt, den Mais noch als Hinterhand. Dann eier ich mal wieder nach Hause und dann schauen wir mal beim nächsten Mal, wie wir hier mit den Viechern klarkommen. Ne? Auf jeden Fall würde ich jetzt erstmal den Winter überspulen, bis wir in die Aussaat für Sojabohnen kommen. Also hier immer mulchen. Hier düngt ist ja schon. Also mulchen. Sämaschine. Walze und Striegel. So ist auf jeden Fall der Plan. Wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, vielleicht sind die Bäume dann auch schon gewachsen. Da müssen wir gucken. Vielleicht bauen wir uns auch schon mal eine Schreinerei. Na, mal sehen. Ja, Freunde, auf jeden Fall bedanke ich mich ziemlich stark für Zuschauen. Ja, wisst ihr ja, kennt ihr ja. Obacht. Toll. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach keinen Quatsch. Rinnehauen.